Ja, hallo liebe Freunde von Bocholt TV. Ich darf euch heute das neue Bocholter Prinzenpaar der neuen Session 2014-2015 präsentieren, nämlich Klaus den Zweiten und Claudia die Erste oder Claudia, sagt man dann, glaube ich. Ja, vielleicht stellst du dich einfach mal vor als Karnevalsprinz. Klaus, was machst du? Ich bin gelernter Dachdecker, führe auch einen Dachdeckerbetrieb aus Bocholt mit 10 Angestellten und jetzt 10 Jahre auf dem Markt, gerade unser Jubiläum. Und dann kam unser Motto, ja, gerade richtig oder irgendwo passend, gut bedacht, kreativ und gut bedacht durch den Karneval. Und du hast natürlich auch Familie, habe ich gerade gehört. Ja, ich bin verheiratet, 2 Kinder, 7 und 18. Einen haben wir erst fertig gemacht und dann kam der nächste nach. Ja. Ja, verheiratet seit 22 Jahren. Claudia, also ich fange bei dem Erstaunlichsten an. Du bist schon Oma. Also ja, wir haben eine kleine Enkelin, 5 Jahre alt. Und natürlich ist das schönste Enkelkind der Welt. Nicht nur von Bocholt, sondern von der ganzen Welt. Ja, mit allem Stolz, ein ganz süßes Mädchen. Wenn wir gerade schon bei der Familie sind, wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich bin liiert, habe 2 Kinder, einen 28-jährigen Sohn und eine 23-jährige Tochter, die im Übrigen auch Tanzmariechen in der Stadt Prinzengarde Bocholt ist. Und wir werden diese Session zusammen verbringen. Ja, und ansonsten, das war, glaube ich, das zum Familienstand. Das war erstmal das Wichtigste, aber jetzt sind wir schon mal dabei, da bin ich auch ganz baff. Deine Tochter ist auch schon in der Stadt Prinzengarde, jetzt in Rot-Grün in seit ein paar Jahren. Ja, und jetzt dürft ihr euch dann morgens auch fertig machen zusammen. Ja, sie wohnt jetzt nicht mehr bei mir, die ist im Juli ausgezogen. Das hat jetzt natürlich Vorteile, aber ich habe natürlich mega Spaß, dass wir das jetzt zusammen machen. Die letzten 2 Jahre ist das so gewesen, dass sie sich fertig gemacht hat und ich habe mit den Beinen gekratzt und habe gedacht, ich möchte so gerne mit. Und jetzt können wir das echt zusammen durchziehen und ja, saugut. Super. Und ja, beruflich, da gibt es ja auch noch was zu erzählen. Du bist bei der Bundesagentur für Arbeit. Genau. Derzeit für 2 Jahre in der Erwachsenenbildung tätig. Tour so ein bisschen durch Deutschland und Schule hauptsächlich in NRW. Wenn das um ist nach 2 Jahren, werde ich wahrscheinlich hier wieder in Bocholt meinen Platz einnehmen und hoffen, dass ich hier gute Taten vollbringen darf. Jetzt mal den Karnevalsprinz. Wir wollen ja auch mal wissen, bist du denn auch karnevalistisch erprobt schon oder bist du, wie ja auch ganz viele, noch relativ unbedacht? Unbedacht eigentlich gar nicht. Wir haben seit ca. 25 Jahren sind wir aktiv im Wagenbau, jedes Jahr eigentlich aktiv dabei. Und so ist das gekommen. Meine Frau ist auch eine sehr große Karnevalistin, ist auch Tanzmariechen in der Burg AG gewesen. Und ja, so bin ich eigentlich mehr oder weniger zum Narren geworden. Durch deine Frau. Ja, so kann man sagen, ja. Die ist ganz stolz, sehe ich gerade übrigens hinter der Kamera. Ja, du hast ja dann schon auch Karnevalserfahrungen, also auch auf Karnevals-Rosenmontagszug auf dem Wagen gestanden. Was ist denn das für ein Gefühl? Und das denke ich mal, ist auch der Höhepunkt der Session. Ne? Auf so einem Wagen zu stehen, das ist was ganz Einmaliges. Wenn man die strahlenden Gesichter, besonders die von den Kindern sieht, also das sind strahlende Augen, das vergisst man nicht. Und darauf freue ich oder beziehungsweise wir mit Sicherheit uns besonders drauf, auch ich sag mal so Auftritte im Kindergarten selber, in der Schule, Altersheime oder so was, Menschen einfach glücklich zu machen. Und wenn uns das gelingt, dann ist uns das gelungen. Ja, würde ich sagen. Wir sehen uns noch ganz oft, denke ich. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Session. Der nächste Höhepunkt ist ja der 15. November auf dem Marktplatz. Da gibt es die Prinzenproklamation. Dann lauft ihr auch nicht mehr so rum, sondern gescheit in Ornat. Ne? Naja, also wie ein Karnevalsprinz dann eben, ne? Und eine Prinzessin natürlich. Also, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns. Und liebe Zuschauer, ihr dürft euch natürlich freuen auf die neue Session. Und ich hoffe, dass ihr auch dabei seid auf der Prinzenproklamation, denn da ist meistens ziemlich viel Party. Also nicht nur meistens, sondern immer. Ihr macht Party. Also, bis dahin, alles Gute, tschüss. Alles dicht, alles dicht. Wie sieht denn überhaupt aus? Ein bisschen dick irgendwie. Und unrasiert. Und sieht richtig männlich aus, oder? Ich fange einfach mal an. Also, bis dahin,
Alles Gute, tschüss. Wie laut dürfen wir noch nicht sagen? Hellblau. Hellblau. Bist du Schalke-Fan? Nein.